MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Hallo hier bei CityCar Driving, heute mit dem BMW X5. Ein wunderschönes Auto, definitiv. Der Sound ist sehr komisch, das sage ich direkt. Beleuchtung sieht gar nicht dafür so schlecht aus, muss man mal gesagt haben. Nicht so detailliert. Auch das Innenteil sieht ein bisschen Standard aus nach einem anderen Mod. Sonst sieht gar nicht mal alles so schlecht aus. Das muss man mal gesagt haben. Wir setzen uns ein Stück weiter nach hinten. So. So, damit wir auch ein bisschen von den Bedienelementen sehen. So, so sieht ganz cool aus. Und ich habe was gefunden. Nämlich das hier. Das, was wir gesucht haben. Nämlich die Offroad-Strecke. Es war ganz einfach. Oder jetzt schon gut in der Bahn. Okay, der Fehler war zu bremsen. Also mir gefällt er gar nicht mal so schlecht, aber der Sound ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Okay, der Dingens war deutlich wendiger. Ja, der ist, ich weiß nicht, fährt sich sehr, sehr kurios. Hat auch einen Geländemodus, der ist gerade eingelegt. Das Einzige, was er da macht, ist enorm schnell beschleunigen und vielleicht Allrad aktiviert, wenn er sowas hat. Wow. Hier wäre auf jeden Fall geil gewesen, mit dem Mercedes lang zu brettern. Auf jeden Fall. Das hätte Spaß gemacht. Aber der Wagen hier, der ist zwar nicht schlecht dafür, aber ich glaube, das ist eher so ein Fahrzeug, was auf die Straße gehört, weniger hier auf so einem Gelände. So, dann gucken wir doch mal. Straße. Oder auch nicht. Dauert noch ein bisschen, glaube ich, bis wir auf der Straße wieder sind. Wir fahren jetzt hier noch diesen komischen Matschweg entlang. Okay, wir fahren nirgendwo mehr lang. Neu starten. Zack. So. Dann machen wir einmal eine gekonnte Drehung. Alter, was hat das Ding denn? Irgendwie mag der mich nicht, glaube ich.
natürlich die Frage wieder, wo fahren wir den am besten aus? Lol. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, das bringt mir bei später bei einem Polizisten wahrscheinlich auch nichts. Platz da vorne. Komm mal Platz. Danke. Dann gucken wir mal, was der so auf der Straße bringt. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Sieht auch nicht schlecht aus. 206, 208, 210. Schade, dass die kmh-Anzeige auf dem Display gar nicht stimmt. Wow! Da war noch ein Bus. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Mod nicht. Deshalb ist das Video auch hier vorbei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nur Mods, die mir selber so gar nicht gefallen, ich weiß nicht. Also er sieht nicht schlecht aus. Nur, was mich ankotzt, ist die Anzeige vorne. Die ist irgendwie nicht so original-like, glaube ich. Sonst sieht er nicht schlecht aus. Mir gefällt er. Aber ich muss wirklich sagen, nee. Nicht gut. Wir sehen uns aber in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Sorry für den kurzen Part und tschüssikowski.